Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem schönen neuen Video. Wir spazieren hier gerade durch die Straßen, wo damals die Menschen war, in West Hollywood. Super schön, wer das Traum hat, die Straßen natürlich auch. Da kommen richtige Nostalgiegefühle auf. Der Benny hat da damals auch gewohnt. Ja, war eine schöne Zeit. Da denkt man gerne dran zurück. 3 Jährchen ist das schon hier mittlerweile. Und dabei sind der Benny und die Anna, die ist auch dabei. Hallöchen, ja, und wir gehen jetzt erstmal was essen und danach habt ihr schon wahrscheinlich im Oh, Vorsicht hier, muss Kopf einziehen, Videotitel gelesen, Haare schneiden. Es ist an der Zeit, der Saraza muss die Haare abkriegen und ich bin ja gespannt, wie ich nachher aussehen werde, ein Video vorher. Ja, schauen wir mal. Wir sind jetzt hier bei Whole Foods drin und hier könnt ihr euch alles mögliche an Kram einfach krallen und dann vorne essen. Da sammelst du dir den Kram zusammen und dann später wird das gewogen und es gibt dir einfach alles und es ist auch sehr gesund, muss man wirklich mal sagen. Also echt empfehlenswert. Der Dude wird jetzt gleich meine Bestellung aufnehmen. Gibt's wirklich einfach alles. Salate, Pizzas, köstliche Suppen. Im Notfall kann man den Benny auch noch grillen. What? Und dann die Ausbeute, eine Suppe, ein Schnitzel, Kartoffelsalat, Auberginen, irgendeine Limo, die Anna hat einen Salat. Benny ist wieder irgend so eine Grütze, ey. Da sind wir jetzt am Proper Barbershop, wohlgenährt, wohlgestärkt, bereit für eine neue Frisur. Was ist mit dir, Benny? Eigentlich Glatze? Ja, vielleicht. Habe ich schon oft Glatze gedacht. Wollt ihr Glatze für Benny? Schreibt es in die Kommentare. Das ist der Nick, vielleicht kennt ihr den auch hier von den alten Videos. Kurz auf der Toilette. Ich weiß nicht, ob wir das zeigen dürfen. Da muss ich ganz schön viel verpixeln. Ich habe auf jeden Fall noch nie so viele Brüste in einem Raum gesehen. Ja, nur was kommt mit dem Oh, jetzt kommt das Messer. The knife is coming. Ich glaube, er weiß, was er tut. Hoffe ich zumindest für dich. Wunderbar. Okay, hier wird noch mit Alkohol desinfiziert. Ich glaube, jetzt brennt's. Das geht schon. Es geht schon. A great reveal. Perfect. I appreciate that. Thanks for that. Das war's mal wieder beim Proper Barbershop. Immer wieder eine neue geile Erfahrung bei den Jungs. Während die da sich irgendwie betrinken und mir die Haare schneiden, da gerät man schon dann, vor allem wenn das Messerchen kommt, so ein bisschen in Schwitzen. Aber es lief dann auch wieder wunderbar. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, so sieht ja überhaupt nicht anders aus. Es ist schon viel Haar abgegangen, das glaubt man gar nicht, weil ich habe einfach verdammt viele Haare. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich mir mal eine richtig extravagante Frisur schneiden soll oder nicht. Oder ob ich das lassen sollte. Bisher war es immer, nee, Saraza, lass die Haare so. Aber vielleicht soll ich ja mal wirklich abrasieren. Soll ich es mal wirklich tun? Vielleicht in einem der nächsten Haarschneiden-Videos oder vielleicht auch nicht? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir gehen jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen shoppen. Da vorne hin, ja, Beverly Center. Mal gucken, was da so gibt. Weil wir haben überhaupt noch nicht eingekauft. Auf dieser ganzen Reise noch nicht. Und wir brauchen irgendwie da Unterhosen für Benny. Haben keine Socken mehr. Und außerdem wollte er jetzt unbedingt auch noch so eine Handmuschi haben. Also, let's go! Das hier ist das Beverly Center. Sieht aus wie jedes andere Shopping Center auch. Ja. Ja, aber hier gibt es dafür alles und nochmal alles und vielleicht sogar ein bisschen günstiger teilweise, oder? Ja, gucken wir mal. Wir shoppen jetzt ein bisschen. Jo, hier gibt es auf jeden Fall Klamotten und sowas günstiger. Das Problem ist nur, dass die Anna jetzt hier hart shoppt, ja, und wir die ganze Zeit blöd rumstehen und warten. Ist wie immer, ne? Wenn man Frauen einkaufen geht, Alter. Ah, ich sag mal lieber nichts. Hier ist auch das Beverly Center. Richtig schön hier, oder? Also da mache ich aber meinen Laden auf. Wovon man immer zu wenig hat. Socken, ne? Da müssen wir jetzt auf jeden Fall ein paar mitnehmen. Ich glaube, das hier müsste passen, oder? Ja, komm, die sind okay. Das sind ja auch mal richtig geile Socken. Ansonsten gibt es hier natürlich auch noch jede Menge Schuhe. Oh mein Gott, oh mein Gott. Richtig, richtig geil. Auf was für Schuhe steht ihr denn so? Habe ich mir eine schöne Hose zugelegt. Oh, hey Baby. Die knipst mir zu, die kleine Kiste. Auch ziemlich geile Schuhe. Benny, ich glaube, hier müssen wir zuschlagen. Ja, Mann! Boah, ich glaube, ich muss mir die kaufen, ey. Es geht einfach nicht anders.
Guck mal, hier kann man durch ein Gesicht gehen. Mitten in die Nasenhaare. Ordentlich Beute gemacht haben wir. Ging noch, war noch überschaubar. So viel waren wir jetzt gar nicht shoppen. Aber dafür umso coolere Sachen. Oben drauf jetzt noch ein neuer Haarschnitt. Hinter uns geht die Sonne auch langsam unter. Das heißt, wir verabschieden uns von diesem Video und werden schon im nächsten Video ein richtiges Abenteuer antreten. Denn dann geht's durch die Wüste Richtung Las Vegas. Wir werden uns eine fette Karre mieten und einen richtig geilen Roadtrip machen. Boah, der hat aber einen Motor da vorne, der. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Aber das wird genauso Motor haben wir dann. Also stay tuned, lasst euch überraschen, was wir eine geile Möhre da langdüsen werden. Wird auf jeden Fall geil in der Wüste von Nevada. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Und nicht vergessen, follow us!